schon mal ein. Ja, mach ich. Oh, komm mal her zu mir. Uiuiui. Ja, hallo Kinder. Heute fangen wir natürlich, wie ich versprochen habe, gestern schon Vormittag an und schaut mal, wie schön hell das ist. Ist das nicht toll? Ja, auch ohne Sonne. Ja, auch ohne Sonne. Man muss nur die richtige Tageszeit erwischen, ne? Dass wir das filmen können immer. Ja, also gestern haben wir ja ausprobiert mit den Papierstärken und dann haben wir ja hier zwei Bilder gemacht, einmal mit dem Zeichenblock und einmal mit dem Aquarellpapier. Und ich habe ja gesagt, wir sollen ein bisschen Salz drauf machen. Und das ist jetzt auch noch drauf. Ich zeige es euch mal so ein bisschen nah. Seht ihr das mit dem Salz drauf? Das ist jetzt der Zeichenblock. Und da ist es jetzt auf dem Aquarellpapier ist auch noch ein bisschen Salz drauf. So, und das tun wir jetzt runter machen. Das kannst ja gleich du mal machen, Ronja. Das Salz kann man dann übrigens nicht mehr verwenden. Das ist jetzt dann, kann man nicht mehr machen dann, ne? Das ist dann nicht mehr zum Benützen. Fein machst du das. Da sieht man gar nichts. Da sieht man gar nichts. Und wie ist es dann da? Da schon. Ja, da hast du recht. Also beim Zeichenblockpapier hat es nicht so gut geklappt mit dem Salz. Das sieht man eigentlich gar nichts. Schaut her. Das ist einfach noch so, wie es vorher war. Und beim Aquarellpapier, da sieht man so kleine Pünktchen und Schattierungen und das ist eben von dem Salz. So, und bevor wir jetzt anfangen, ich habe gestern übrigens noch, hatte gestern noch mehr gemacht, also wie gesagt, dieses Blau-Grüne und Gelb, ne? Das wollte unbedingt die Ronja nochmal. Und ich habe dann noch ein anderes gemacht in so Blau. Aber das gefällt mir jetzt nicht so, das hat nicht so gut geklappt. Aber wir heben das auf, weil wir machen am Ende von unserer Weihnachtskartenaktion nochmal ein Video mit Sachen, die nicht so gut gelungen sind, was man da noch alles Schönes draus zaubern kann. Und es werden auch ganz tolle Bilder. Also wenn ihr mal was habt, was euch nicht so gut gefällt, dann aufheben. Die Ronja hat ja zum Beispiel auch in dem Video, wo wir da gemacht haben mit dem abstrakten Blätterdruck, hat sie ja da auch so ein Blatt gemacht. Das gefällt mir nicht. Ja, das gefällt ihr überhaupt nicht. Aber auch da machen wir noch was ganz Tolles draus. Und das kommt dann wahrscheinlich dann, ja, einen Tag vor Weihnachten. Da werden wir noch mal ein Video machen mit den Sachen, die nichts geworden sind. Ne? Aber jetzt machen wir erstmal weiter, weil wir wollen ja mal mit der Karte weiter vorankommen. Und wenn ihr jetzt mal ganz genau die Karte anschaut, da seht ihr, dass auf einer Kugel ein Muster ist. Ne? Und das wollen wir euch heute mal zeigen, wie das geht mit diesem Muster. Bevor wir noch mit Ausschneiden anfangen, machen wir erst einmal das mit diesem Muster. So, nehmen wir mal das ein wenig weg. Ja, normalerweise nimmt man für dieses Muster, nimmt man Ölpastellkreiden. Das sind also, sehen ein bisschen aus wie Wachsmalkreiden, haben aber halt einen sehr hohen Ölfaktor. Und mit denen kann man das auch ganz gut machen. Man kann es auch manchmal mit Wachsmalkreiden machen. Da habe ich schon mal was ausprobiert, aber das klappt nicht immer. Schaut mal, da habe ich das mal versucht mit Wachsmalkreiden, aber das ist auch so ein Bild, wo jetzt nicht so gut geworden ist. Ne? Das sehen wir aber auch auf. Ne? Jetzt hat natürlich nicht jeder Wachs Ölpastellkreiden. Ne? Haben wir? Wir haben das halt, weil wir viel malen. Aber im Normalfall hat man das jetzt eigentlich nicht so. Aber ich habe mir was überlegt, mit was wir es dann trotzdem machen könnten. Was denn? Na, zum Beispiel damit. Eine Kerze? Mit einer Kerze können wir das machen. Und zwar vorzugsweise mit einer weißen Kerze. Da habt ihr doch bestimmt welche zu Hause, jetzt gerade in der Weihnachtszeit. Ne? Und da fangen wir jetzt mal an und ich mache das jetzt wieder, damit ihr das auch wieder seht,
mit einem Zeichenblockpapier und wieder mit einem Aquarellpapier. Zeige ich es euch, wie man das macht. Und du schaust wieder zu und beim Malen, das machst dann du wieder. Ja, okay. Ich pass auf, dass du auch alles richtig machst. Ja, da pass mal auf, dass ich alles richtig mache. So, also ihr habt jetzt hier eine Kerze dann. Einfacherweise ist es leichter, wenn man das hinten macht, weil vorne ist ja dann der Docht und das stört dann fast ein bisschen. Außer ihr braucht die Kerze nicht mehr, dann könnt ihr auch den Docht abschneiden und vorne machen. Aber ich will ja die Kerze noch verwenden. Ne? Also, ihr nehmt also sozusagen die Kerze und dann müsst ihr so ein bisschen schräg schauen, weil weiß auf weiß, das sieht man ja gar nicht. Ne? Aber man muss ein bisschen schräg schauen und dann kann man das also sehen. Und ich mache jetzt einfach mal auf der einen Seite einfach mal so einen Stern. Also ihr geht dann quasi drüber und macht dann wie so einen Stern. Kann man auch noch ein Muster drauf machen, so wie man es halt sieht. Und dann kann man ja zum Beispiel noch einen kleinen Stern machen, nicht ganz so groß. Und wir können zum Beispiel auch einfach nur so Kreise machen. Einfach so oder so quer rüber. Mal gucken, was draus wird. Das weiß ich auch nicht. So, und das gleiche mache ich jetzt auch nochmal bei dem Aquarellpapier. Da mache ich jetzt auch noch einmal einen Stern. Und nochmal so einen kleinen Stern. Und auch einfach mal so kreuz und quer, einfach irgendwie so ein Muster. So, jetzt ist noch ein bisschen was, das kann man abstreichen dann. Und hier auch. Und dann legen wir los mit der Farbe. Wieder mit Wassermal, wieder mit Wasserfarben. Man kann natürlich auch Aquarellfarben nehmen, aber wir machen jetzt hier Wasserfarben, weil das ist das, was die meisten auch zu Hause haben, die Wasserfarben. So, Ronja, und jetzt kannst du mal loslegen. Schau mal, ich habe schon das Wasser hier. Dann kannst du das mal ausmalen. Ja, ist egal, welche Farbe. Was du magst. Also ich meine, es wäre vielleicht schön, irgendwie was Weihnachtliches. Weihnachtlich? Mhm. Na, vielleicht gelb? Ja, mach mal mit gelb oder mal so, mach mal so gelb-orange. Hm? Mal so ganz gelb kann man zwar auch machen, aber da muss man dann bei der Karte, darf man keine weiße Karte nehmen, sondern muss man eine dunkle Karte nehmen. Aber das zeige ich euch. Ja, mach ruhig mal mit Dingen. Also warte mal, ich tue da mal den Topf da weg, sonst sieht man es gar nicht. Also streich's mal ein. Ob das sich was tut? Oh. Na, mach mal weiter. Soll ja auch wieder so verlaufen sein. Ha, ha. Was machst du jetzt? Rot? Oh, das ist aber Kontrast. Hm? Okay, ich sehe schon. Also, ich mache das jetzt dann mal weiter. Du kannst nochmal zuschauen, aber ich zeige es schon mal den Kindern, weil die sehen nämlich jetzt schon, da entsteht ein Muster. Und das klappt ganz gut. Und ich mache das jetzt mal fertig, mein das Bild und das andere Bild. Und dann schauen wir mal. Bis gleich. So, schaut mal, jetzt haben wir die beiden Blätter fertig. Ich habe jetzt das eine extra mal auch in diesem Blau-Gelb gemacht. Guck mal. So sieht es jetzt aus. Und das ist jetzt das Zeichen, der Zeichenblock. Das hat auch super gut geklappt. Schaut mal, das könnt ihr also ganz locker machen. Und bei dem Aquarell, also das beim Zeichenblock kann man es jetzt nicht machen, aber beim Aquarellblock kann man zum Beispiel auch nochmal zusätzlich mit der Farbe drauf gehen und gucken, dass sich das noch ein bisschen verläuft. Und das kann man aber beim Zeichenblock dann nicht machen, weil der würde dann zu arg aufweichen. Jetzt mache ich es mal schnell trocken und dann komme ich gleich wieder.
So, jetzt sind die beiden Sachen trocken. Ich zeige es euch nochmal. Das ist jetzt der Zeichenblock und das ist jetzt das Aquarellpapier. Und jetzt sind wir eigentlich mit dem Malen vorläufig mal fertig. Dann das mit dem Tannenzweig, wie man den dann macht, das zeige ich euch dann beim nächsten Video. Aber was wir jetzt auf jeden Fall jetzt noch machen wollen, ist, wie schneide ich denn jetzt das aus, dass ich da schöne runde Kugeln habe? Ich mag nicht nur runde Kugeln. Ronja, jetzt machen wir erstmal die runden Kugeln, ne? Musst dich auch mal ein bisschen gedulden. Nö, muss ich nicht. Doch, musst du schon. Ja, also wir mit den runden Kugeln. Da gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man dann so kleine Becherle nehmen oder so Deckel von so Schraubverschlüssen. Die legt ihr dann auf euer Blatt, so wo ihr denkt. Kann man das dann drauflegen. Auch bei dem anderen, was wir zuerst gemacht haben. Genau da. Und dann legt ihr das auf und nehmt einen Stift, einen Bleistift vielleicht am besten. Und zieht einen Kreis außenrum, um euer Motiv schön festhalten. Oder da hier. Und dann schneidet man das alles aus. Schaut mal. Und das mache ich jetzt mit allen Sachen, die ich mir habe. Schneidet man dann ganz viele Kugeln aus. Aber ich will keine Kugel. Ja, was willst du denn dann? Ein Herz. Ein Herz. Ja, wer schon gut zeichnen kann, der kann ja auch ein Herz drauf machen. Aber wer sich da nicht so richtig traut, habe ich jetzt mir gedacht, vielleicht schaut er auch einfach mal, was die Kuchenförmchen, so Ausstechförmchen, kann man da auch ganz prima nehmen. Auch einfach nur drauflegen, nachzeichnen und ausschneiden. Und da gibt es dann Sterne oder eben Herz. Schaut einfach mal, was die Mama so im Küchenschrank hat oder so ein Mond. Also gibt es ganz viele Sachen. Und das machen wir jetzt auch. Und morgen schneiden wir dann schön aus, ne? Da hilfst du mir. Ja, mache ich. Genau. Und den Max Fiete, der kann vielleicht auch ein wenig ausschneiden. Und morgen dann geht's weiter und dann kommt die finale Karte. Da schauen wir dann, dass wir da alles drauf kriegen, ne? Und wie immer, alles, was wir hier gemacht haben, findet ihr dann auch wieder auf meiner Homepage www.die-pasteline.de. Genau. Und dann sagen wir schon mal tschüss, bis morgen. Und nicht vergessen, die Welt ist bunt und Farbe macht glücklich. Genau, Farbe macht glücklich. Bis morgen. Tschüss.